Alright, hier sind wir wieder mit unserer B&R Talkshow. Die Barbara Lampe und meine Wenigkeit, Regina Westenthaler, sind heute wieder da für euch mit unserem Lunch Talk. Barbara, wir haben eine coole Frage bekommen bei dem ersten Talkshow und die handelte oder die spricht davon, wie das denn ist mit diesem schnell und hektisch über Nacht reich werden. Ob das wirklich so easy ist, wie es die Facebook-Anzeigen und so weiter vermuten lassen. Barbara, was sagst du? Also wenn es wirklich die schnelle und hektisch reich Nummer ist, dann nicht. Das können wir gleich mal klicken. Also ganz schnell und hektisch reich, vergesst es. Gibt es, und so war die Frage ja auch erstellt, wie sieht es aber mit denen aus, die irgendwie innerhalb von kurzer Zeit, also in dem Fall war sogar die Ansage innerhalb von 3 Jahren, Kinder, das schon mal, das vergesst schon mal, das ist keine kurze Zeit. Das ist echt keine kurze Zeit. Aber die sich eben halt zum Beispiel aus nichts oder auch besonders jung sind, scheinbar relativ gut positioniert haben und auch viel Geld verdienen. Gleich vorweg, ein pauschales, die können alle nix, die sind alle doof, könnt ihr voll vergessen. Das ist auch nicht wahr. Schnell, hektisch, reich, ja, bitte, um Gottes Willen, das auch. Dazu gibt es auch noch gleich den besten Tipp des Lebens, wie man das herausfindet. Ich möchte euch dafür jemanden vorstellen. Wir haben einen Special Gast heute. Ja, wir sind heute zu dritt. Der Taschenrechner. Barbara hat ihren besten Freund mit, nämlich ihren Taschenrechner. Den übrigens, der ist so ein guter Freund, den habe ich schon seit Schulzeiten. Kein Witz, ist noch der gleiche, mit dem habe ich Abitur geschrieben. Der kann also was. Wenn es um schnell, hektisch und reich geht und um grundsätzliche Angebote, benutzt bitte um Gottes Willen einen Taschenrechner, um jegliche Zahlen und ähnliche Sachen bitte einfach mal nachzurechnen. Das ist der erste Tipp, den ihr mitnehmen sollt aus dieser wunderbaren Talkshow. Taschenrechner, falls ihr sowas Cooles nicht mehr habt, in jedem Telefon ist ein Taschenrechner drin. Benutzt ihn, um Gottes Willen. Das ist sicherlich mal Tipp Nummer 1 für, wie finde ich ja erstmal raus, ob überhaupt irgendwas Sinnvolles dahinter steckt. Wichtig. Tipp Nummer zwei ist, man kann jeden Quelltext verändern und man kann natürlich Anzeigen in diversen Videos und so weiter auch manipulieren. Das heißt, eigentlich glaube nicht alles, was da steht, sondern überprüfe es nochmal mit deinem Gehirn und nicht nur mit deinem Herzen oder mit beidem. Du kannst auch beides verwenden, aber nimm auch das Hirn dazu. Das macht echt ganz großen Sinn, ob das jetzt plausibel sein kann oder nicht. Ja? Und ob die Zahlen, die da stehen, sein können oder nicht. Und wenn man manche Videos oder so den genau anguckt, dann kann man auch sehen, ist mir auch schon aufgefallen, und das sieht man nicht, wenn man die verklärte Brille auf hat. Da muss man echt klar denken, dass dahinter ein Greenscreen ist und jemand gar nicht am Meer sitzt, sondern wahrscheinlich in irgendeiner stinkigen Bude in Berlin. Ja, es gibt auch, es ging dann irgendwann mal durch die Presse, dass in Russland ein Private Jet Dienst seine Fehlzeiten, also da, wo heute der Flieger am Boden rumsteht, um es auf Bayerisch auszudrücken, schlicht und einfach Instagram-Influencern vermietet. Man fragt sich langsam, mit was machen sie mehr Geld? Fliegen oder vermieten an Influencer? Wir wissen es nicht so genau. Es gibt so eben so ein paar Sachen, so, ich meine, klar, natürlich sind wir alle mal am Strand. Denkt da bitte einmal drüber nach, macht das jetzt überhaupt Sinn? Ist es jetzt relevant, dass da jemand am Strand rumhängt oder nicht? Oder ein Foto aus irgendeiner First Class oder sonst irgendwas postet? Wenn das euer Kaufargument ist, können wir euch eh, sind wir ehrlich, nicht wirklich helfen. Wenn das euer Prüfprozess eines Angebotes ist, sind wir raus. Wenn ihr auch seid euch bewusst, dass man heute im Prinzip fast alles durchautomatisieren kann. Webinare oder sonst irgendwas, die kann man so vorschneiden, dass da künstliche Reaktionen, da kann ich die Dinger unten reingeben. Es gab so in den letzten Jahren immer wieder so ein paar Fälle, wo die vorgeschriebenen Kommentare mit der Ton- und Bildspur im Original-Webinar da nicht ganz übereingehangen sind oder stand da unten, boah, das ist ja ein Mega-Angebot. Der gute Mensch hatte nur noch gar kein Angebot gemacht. Das sind übrigens klassische Methoden, die auch bei ganz großen Events von großen Namen auf großen Bühnen gemacht werden. Da gibt es Leute, die davor sehr bewusst dafür eingekauft werden oder halt einfach gesagt werden, komm, du bist der Erste, rennst jetzt nach vorne und willst dieses, also wer schon mal auf so einer richtig amerikanischen Veranstaltung war, weiß das, und kaufst den 10.000 € Kurs blanko. Ja, sorry, das sind Hirnausmethoden. Und an der Stelle gibt es 2 Varianten. Ihr arbeitet euch in alle Hirnausmethoden auch ein, oder ihr nutzt es einfach, das Ding zwischen den Ohren, weil mit ein bisschen Abstand sieht man relativ schnell, dass ganz viele Sachen halt schlicht und einfach so nicht funktionieren. Und da kommt ja dann wieder der gute Freund, der Taschenrechner.
Klassisches Beispiel, die Zahl 200.000 würde mal gerne geschmissen. Das hat übrigens psychologische Gründe, warum 200.000 oder eine ungerade Variante von 200.000 gegriffen wird, weil es sehr viel mehr als 100.000 klingt, aber noch weit genug von der halben Million ist und die innere Zuweisung der Zuhörer noch eine Zahl ist, dass ich mir sie noch vorstellen kann und sie selbst erreichen kann. Deswegen wirft man nicht 400.000, deswegen wirft man nicht 300.000, sondern eine ungerade Variante von 200.000. Und wenn euch jetzt der gute Freund der Taschenrechner kurz weiterhelfen soll und schmeißt euch jemand, er hat 200.000 in Zeitraum X verdient und ihr guckt nach, der Kurs kostet 100 Euro und er sagt mal, jemand sagt, hat 200.000 in einem Monat verdient, ihr wisst, dass irgendein Kurs bei dem guten Menschen 100 Euro kostet, dann heißt das, dass der 2.000 Neukunden akquiriert hat. So, und dann könnt ihr euch ganz einfach mal hinsetzen und überlegen, gibt es dafür jeden Monat 2.000 neue Leute, die dieses Problem haben, um diesen Kurs oder dieses Buch zu kaufen. Deswegen, Hirn einschalten ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Ja. Genau. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass es nicht funktionieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das heißt nicht, dass man langfristig online in irgendeiner Weise Geld generieren kann. Das funktioniert schon. Und wir haben jetzt gerade auch vorher noch kurz gesprochen, es ist so, dass gerade die jungen Leute da nochmal ganz andere Handlungsfelder für sich entdeckt haben, von denen wir auch wieder lernen können. Das heißt, es ist eben schon für jüngere Leute relativ leicht, weil die sich mit diesen ganzen Systemen relativ einfach tun, die nicht sich reinfuchsen müssen, sondern sind einfach ganz anders aufgewachsen als wir. Haben vielleicht, ich weiß nicht, ob du eine große Technikaffinität hast, ich habe sie schon, aber ganz viele Leute in meinem Alter, weiß ich, haben das nicht, die sind überhaupt gar nicht so wahnsinnig daran interessiert und die wissen halt, wo sie hinfassen müssen und welches System, das sie einkaufen können, ja, also kannst unglaublich viele Systeme einkaufen, das ist zum Beispiel mit den Webinaren, kannst du einkaufen, dass du automatische Webinare ausspielst, wo Menschen in deinem Chat drin sitzen und so weiter, ist auch gar kein Ding, weil man kann darüber wirklich gut verkaufen, aber es ist halt schon fair zu sagen, das ist jetzt ein Evergreen-Webinar. Und das ist nicht gerade eine Live-Kiste, weil das ist halt einfach keine Live-Kiste in den meisten Fällen. So, du kannst Landingpage-Systeme einkaufen, die du zack, zack, zack zusammenbauen kannst und so weiter. Das kostet alles nicht viel. In Summe kostet es dann schon viel, wenn du alles einkaufst. Ja, also je nachdem, wie viel du halt dann wieder Input hast davon, wie viel der Income ist. Aber letztendlich kannst du die Systeme ganz einfach einkaufen. Du kannst ganz viele Dinge tun, die ganz gut funktionieren, wenn du klar hast, was ist dein Angebot, wer ist deine Zielgruppe und passen Angebot und Zielgruppe zusammen. Das sagt nichts über die Qualität des Angebotes aus. Ja? Also wenn ich einfach ein kleines Problem löse, das sehr viele Menschen haben und ich bin gut in diesem Bereich, stehe gut da, habe eine gute Crowd, dann kann das ganz gut funktionieren. Ist aber gerade in der Coaching-Welt nicht unbedingt der Anspruch, weil bei den Coaches ist der Anspruch, richtig große Dinger zu lösen. Und die richtig großen Dinger brauchen etwas mehr Vorlauf und etwas mehr Erklärung, als wenn es einfach nur ein kleines Problem ist, das ich für viele gleichzeitig lösen kann. Genau. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wer heutzutage eine Company aufsetzen will, die einfach sehr digital läuft, das heißt, im Prinzip keine physischen Büroräume hat, kein hartes Produkt an sich braucht, also mehr Dienstleistung, Kurse oder sonst irgendwas. Wenn ihr da rechnet, dass man mit einem Budget von ungefähr 150 Euro im Monat verdammt weit kommt und da ist alles drin, da sind Landingpages drin, Clickfunnels, whatsoever. Sorry, das ist keine Investition. Ja? Also da geben die durchschnittliche deutsche Frau 50 Euro im Monat für Make-up aus. Ich habe es ja mit Zahlen, ne? Der Mathematiker in mir. Das durchschnittliche Fitnessstudio kostet 50 Euro. Die Vorstellung, dass diese Sachen alle so wahnsinnig teuer sind, sind einfach Schmarren. Und da hat einfach eine andere Generation oder wenn man halt eben nicht mit dieser Generation oder mit dieser Technik so affin ist, kriegt man das an der Stelle einfach nicht so ganz krass mit. Gut, klar, man muss auch ehrlich dazu sagen, das Englisch sollte sicher gut sitzen, wobei es zwischenzeitlich auch schöne deutsche Lösungen in Deutschsprachig gibt. Aber wenn ich natürlich noch in dieser Welt bin, ich muss mal langsam organisch wachsen und ich muss mal hier irgendwas, jo, ist immer schwierig. Und natürlich auch klar, dass diese Damen, Herren und sonst irgendwas sind dann vielleicht auch jünger. Und ich kann mich noch an, ich habe es ja heute noch, dass Kunden älter sind als ich, aber ich kann mich noch an ganz viele, viele Jahre zurück irritieren. Da war das selbst für den klassischen Mittelstand schon irritierend. Läuft Frau Lampel rein, damals Seite 27, und setzt man Geschäftsführer mit Ende 40, Mitte 50 quer. Ist nicht so lustig. Recht hatte ich trotzdem.
Also man sollte da auch immer wieder so diesen Eigencheck machen, ob man jetzt alle über einen Kamm schert. Oder eben halt auch wirklich, es gibt so ein paar Warnstufen. Wenn jemand sagt, entscheide aus deiner Intuition und aus deinem Herzen, rennt, rennt um euer Leben, rennt um euer Leben. Jemand, der seinen Job kann und gut macht, wird euch nicht sagen, ihr sollt nicht Hirn einsetzen. Der wird euch sagen, rechnet die Sachen nach. Der wird ansprechbar sein. Der wird auch einen Blick hinter die Kulissen wagen lassen. Der wird nicht nur nach außen verblendet sein. Aber die schlicht und einfache Zuweisung, klar, ich meine ganz ehrlich, hey, habe ich Ahnung von Snapchat? Also falls ich jetzt rausfinden würde, da kommen wir zurück zu Reginas Einwurf mit, du musst einfach ganz genau wissen, wer dein Kunde ist und wo der so rumhängt. Wenn ich jetzt feststellen würde, hey, meine Kunden auf Snapchat, jo, dann muss ich mir dafür jemanden suchen. Davon habe ich null Ahnung. Ja, weil ich damit weder groß geworden bin, noch habe ich irgendwie sonst irgendwas. Es ist einfach nicht mein Kanal. Wenn ich aber natürlich weiß, meine Kunden sind da. Und da sind wir zurück bei der wahnsinnig langweiligen, von allen vermiedenen Arbeit, ganz genau herauszufinden, wer mein Kunde ist, welches Problem er hat, welche Lösung er bereit ist einzukaufen, für welches Resultat er jetzt ausgibt und in der Zukunft, wenn ich diese Grundlagen nicht habe, dann brauche ich gar nicht drüber nachdenken, über welche Kanäle ich mit jemandem rede, weil ich ja überhaupt wirklich keinen Plan habe. Ja, ja. Diese Grundlagen sind die viele Menschen gerne machen. Also diese Grundlagenarbeit ist für viele ein Dorn im Auge, weil sie sagen, ich weiß doch, für wen ich das mache. Ich habe doch irgendwie was in meinem Kopf und ich kann mir das schon vorstellen. Und da, glaube ich, sind viele junge Leute sehr viel schlauer als meine Generation oder auch etwas ältere, weil sie sich damit gar nicht im Weg stehen, sondern die wollen einfach Umsatz machen und dann machen die einfach ihre Arbeit. Ganz einfach. Die sind da viel schneller dran und es ist für sie wesentlich weniger interessant, ihres in die Welt zu bringen. Also so sehe ich die. Ich habe ja so eine Generation hier im Haus, die mir viele Dinge auch übrigens erklären, sodass ich dranbleiben kann, weil ich nämlich manche Dinge selber nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Dann frage ich meine Jungs, die können es mir dann wieder erklären. Die machen schon ihr Ding, aber die wissen auch ganz genau, wie setzen sie welchen Kanal ein, wo kriegen sie ihre Follower her und so. Da sind die super informiert drüber, die ziehen sich das über YouTube rein oder was weiß ich wo. Das kann man nicht in der Schule lernen. Deswegen sind das auch junge Leute, die von der Schule abgegangen sind. Ja, das kannst du nicht an der Uni lernen, wie diese Oberflächen alle funktionieren. Aber die können das sehr gut, weil die nämlich vernetzt sind und weil deren Freunde ihnen das wieder erklären und zack, zack, zack. Und schon haben die ganze Expertise nämlich. Ja? Also das muss man halt auch zum Beispiel sagen. Ich meine, ich bin ja hier in Köln, auch der Startup-Szene, aber als Deutschland, also auch international extrem verbunden. Und ich meine, ein Ding ist Teamarbeit. Sorry, da trifft man sich, dann schmeißt jeder 3 Euro in den Pott in die Mitte in die Kaffee und nachher nochmal 5 Euro für die Pizza. Und dann wird sich gegenseitig geholfen. Das nennt sich Fachneudeutsch Inkubatoren. Ja? Aber im Prinzip findet Austausch statt. Du weißt, mit welcher Expertise du wohin gehen musst. Und das ist das, wo dieser Disconnect, dieser Abstand von klassischen Coaches, Trainer, Dienstleistern, Mittelstand zu einer anderen Generation ist. Und deswegen natürlich, da kann man extrem viel lernen, wo man einfach sagt so, hey, jetzt lass uns einfach mal, warum sagen wir immer, macht irgendwelche Mastermind-Treffen, setzt euch zusammen, bestellt eine Packung Pizza und tauscht euch aus, aber sucht um Gottes Willen Leute, die andere Qualifikationen haben als ihr. Das ist sicherlich auch so ein Ding, so, ja, natürlich gibt es da draußen, insbesondere je lauter die Facebook-Ad schreit und so weiter, sollte die Abstand nehmen. Das ist eine einfache Regel. Aber auf der anderen Seite gibt es ja genau die Leute, die ihren Job wirklich können. Aber ganz ehrlich, was nimmt man denn von uns wahr? Also wenn ich mir von außen angucke, wie man mein eigenes Facebook-Profil und mein eigenes Instagram-Profil angucke, denke ich mir auch, I have to live that life. Okay, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so krass. Aber wie viele Stunden ob ich einen 14- oder einen 18-Stunden-Tag hinlege, wie viel Zeit drauf geht, up-to-date zu bleiben. Besonders ich bin so ein harter Techie. Was ich an Programmiersprachen und sonst was in den letzten Jahren neu mir anleigen dürfte, weil der Mist, den ich davor gelernt habe, einfach so mega veraltet ist, das sieht man natürlich nicht. Deswegen keine schnellen Schlussfolgerungen, aber es gibt so ein paar Sachen, so die laute Facebook-Ad nicht, aber ihr könnt auch Dinge davon übernehmen. Bildet eigene Netzwerke, wo man sich echt austauscht. Und nein, da zahlt man dann eben halt auch nicht für die Dienstleistung oder sonst was, sondern dann schmeißt man halt wirklich nur den 5er für die Pizza in die Richtung. Das sind einfach gute Sachen und da kann so meine Generation auch immer noch was von lernen. Wieso macht man Mentoring für Startups? Ganz ehrlich, weil man halt auch selbst was daraus mitnimmt, sei es an Arbeitsmethoden oder sonst was. Wenn du heute eine Umfrage machst von sagen wir mal, den Anfang 20-Jährigen, weiß sofort jeder, was Design Thinking ist.
Ja. Eine der Standardmethoden, die auch wirklich gute, sagen wir Zielavatare oder sonst irgendwas, grundlagenmäßig schon mal wichtig ist. Damit sind die schon mal 10-mal weiter als wir. Die haben, die gehen nicht nur auf YouTube, um irgendwas, das Schminktutorial zu gucken. Nein, da ist YouTube University, da wird auch noch ganz anders da gearbeitet. Deswegen, diese schnellen Schlussfolgerungen sind schwierig. Aber es gibt natürlich trotz alledem, wenn das Bauchgefühl scheiße ist, Entschuldigung, ich weiß es nicht, muss ich das rausschneiden, müssen wir einen Beeper einbauen, ist, dann bucht natürlich um Gottes Willen jemanden nicht. Also wenn ihr damit auch nicht klarkommt, wenn das Bauchgefühl Mist ist, ihr denkt, hey, das ist mir zu laut, zu leise, zu irgendwas, lasst es. Es gibt für jeden Bereich zig hunderte Anbieter. Ihr könnt, wenn ihr mit der einen Person nicht klarkommt, gibt es zig andere. Aber Hirn einschalten, Recherche betreiben, gucken, ob die Qualität da ist, das ist eine super gute Methode. Und da sind eben natürlich auch echt junge Leute dabei, die sind jetzt so Mitte 20. Ich habe solche auch immer wieder, mit denen ich zusammenarbeite, da komme ich mir dann echt alt vor. Aber das ist mega cool. Natürlich, ich meine ganz ehrlich, warum nicht? Ich kann doch davon was lernen, von einer Welt, mit der ich selber nichts mehr zu tun habe. Wer auf dem hohen Ross sitzt, soll sich vielleicht mal wieder einen Coach zulegen. Entschuldigung, der war gemeint. Und fragt euch wirklich zweimal, bevor ihr in irgendwas reinrutscht, ja, ob das jetzt wirklich so sein kann, wie es dargestellt wird, und traut euch, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Ja. Was ich feststelle, was ich immer wieder feststelle, durch diese Vereinsamung und diese Verkapselung, wie ganz viele Solopreneure und Solopreneurinnen arbeiten, passiert so viel Schmarrn eigentlich auf dem Weg, auf Bayerisch gesagt, ja, weil sie nämlich dann aus der Not raus, weil die Not dann so groß ist, dass dich jemand halt einfach auch mit seinen Haken catchen kann. Und dann bist du da drin und dann hast du die Notwendigkeit, jetzt sofort irgendwie umzusetzen und jetzt sofort über eine Ad irgendwas laufen zu lassen oder wie auch immer. Und schon hast du einen Kurs gekauft, der unter Umständen dummerweise jetzt schon vor 3 Jahren erstellt wurde und die Facebook-Oberfläche und der Werbeanzeigenmanager total anders aussah. Und du kennst dich nicht aus, hast aber 198 Euro oder was bezahlt. So, das sind so die Fehler, die passieren und die echt Schwierigkeiten machen dann. Oder wenn du überhaupt kein technisches Verständnis hast und du kaufst dir so eine Erklär-Tutorial ein, und dieses Tutorial ist aber nicht auf deine Hirnbedürfnisse zugeschnitten, ist es halt dann doof, wenn du dir nochmal jemanden einkaufen musst, der dir dein Tutorial wieder erklärt. Ja? Da musst du halt auch selber dich kennen und ein bisschen schauen, was kann ich wirklich und was traue ich mir wirklich zu und glaube ich wirklich, dass es so einfach ist, wie die mir sagen, wenn ich bis jetzt schon immer noch den große Herausforderung habe, den Knopf an meinem PC zu finden, wo man ihn einschaltet, dann weiß ich nicht, ob du wirklich aus der linken Sitzhälfte raus eine Webseite aufbauen kannst. Das weiß ich wirklich nicht. Das muss man dann wirklich schauen, ob man diesen Versprechungen auch Glauben schenkt, wobei die Versprechung dann nicht das Problem ist, sondern die eigene die Vorstellung, etwas überwinden zu können, was einen vielleicht schon ein Leben lang begleitet und halt einfach auch weiterhin begleiten wird, wo man auf externe Hilfe angewiesen ist oder eine Erklärung, die spezifisch oder individuell ist, ja. Und ganz generell, guckt einfach mal, also einer meiner Lieblingstricks ist, guckt euch, wenn ihr eine Werbeanzeige anhabt, guckt mal nur den Ton, also nur Ohren, ohne Bild, da mal nur Bild. Meistens ist danach die Entscheidung getroffen und entweder passt das nämlich, dann ist es stimmig, oder es passt gar nicht. Oder auch großer Gag, lest mal einen Blogartikel vor. Jemand anderes, der mit dem Bereich vielleicht nichts zu tun hat, und dann merkt man erst, dadurch, dass die Stimme im eigenen Kopf ja eigentlich schon eine Entscheidung getroffen hat. Ganz kurz, jede Entscheidung wird immer, egal welche, immer erst emotional getroffen, egal ob Kaufentscheidung, Lebensentscheidung, was auch immer, danach rational gerechtfertigt. Das heißt, ich lese mit dem Artikel, den ich lese, die Anzeige, die ich mir anschaue, habe ich schon eine bestimmte Einstellung, die in eine von beiden Richtungen tendiert. Das heißt, meine Stimme im Kopf hat einen bestimmten Filter, was sie jetzt gerne hören und nicht gerne hören möchte. Einfacher Trick 17, die Sachen, wie gesagt, entkoppelt anhören, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, oder einfach mal so einen Blogartikel ausdrucken und laut vorlesen. Dann wird's manchmal sehr lustig. Na, also wo man dann oben einen Entry hat, ja, glaube niemand, der 200.000 in 2 Stunden verdient hat, unten wird aber eine größere Zahl dann auf 2 Wochen oder auf 3 Wochen umgebaut und man sich so denkt, so, was? Wenn man das laut vorliest, fängt man an, welche Irritation da ist. Lest mal, Tipp für euch, das muss natürlich auch andersrum funktionieren, lest mal eure Webseitenartikel selber durch laut und guckt mal, wie das dann klingt. Aber das ist so ein Klassiker. Weil ein wahnsinniger Aufwand nämlich dann betrieben werden muss, weil dann fängt das Hirn in sogenannte an, in kognitive Dissonanz zu kommen und dann fängt es an zu arbeiten und sich zu denken, Abgleich, Moment,
Wir finden den Knopf am Computer nicht. Wir können keine Facebook-Ads selbst bauen. Wir können das, aber dieser Mensch ist komisch. Es gibt eine wunderbare Studie, die eigentlich darauf hinweisen sollte, wenn jemand Körpersprache einkauft, um etwas durchzusetzen, ist das der falsche Move, weil wir sofort realisieren, wer trainierte Körpersprache hat oder nicht und damit automatisch uns denken und genau das Richtige denken, der will uns über den Tisch ziehen. Weil wenn ich echt überzeugt bin, zum Beispiel von meinem Produkt oder von den Sachen, die ich mache, dann brauche ich keine künstliche Körpersprache. Ja, ich werde damit nicht jeden erreichen können, weil ich bin zum Beispiel zu laut oder zu leise oder zu weiblich oder zu männlich, ist egal. Aber ich bin's immer ich. Ja, das ist diese Idee dahinter. Sobald ihr alles anfängt und diese Menschen sind hart durchtrainiert und künstlich, ich finde es immer toll, wenn sie mit ganz viel Körpersprache darüber bringen. Ja? Genau. Kinder, was macht ihr? Ausdruckstanz, du Anfänger? Es gibt Schlager im Pro-Theater. Danke, liebe Bianca Grüner, dass du mich in die Tiefen dieses Ding schon mal eingeführt hast. Ich habe es gelernt. Ranzieh. Kleine Sonne, große Sonne. Ranzieh. Herzschmerz. Alle Schlagersänger machen genau das Gleiche. Das sind so Geschichten. Und wenn ihr mit Hirn dran geht, dann werdet ihr die einen von den anderen unterscheiden können. Weil dann wisst ihr, ob jemand eine laut ist, leise ist, eine große Körpersprache und eine kleine Körpersprache hat. Entkoppelt das. Und dann findet ihr auch die Pappenheimer aus und dann findet ihr auch coolen Socken raus. Richtig. Die Sabine Kotzgrabe. Oh Gott. Und Sabine. Oder? Hope not. Hope not. Nur weil ich Schlagertanz gemacht habe? Ich glaube. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mach's nie wieder. Was Schlimmes. Ich habe noch nicht mal gesungen, liebe Sabine. Oh Gott, jetzt wird's spannend. Sabine, bitte erörtere. Wir sind hier unruhig. Solche Körpersprachen-Pappköpfe. Okay. Okay, Gott sei Dank. Ja, gut. Okay, puh. Ja, aber achtet mal darauf, wenn ihr das Video von dem Ton ausmacht, dann siehst du ja nur noch. Genau. Und denkst du so, was soll es sein? Egal. Ne? Und, ja. Was wirklich ganz, ganz wichtig ist, je klarer du selber bist, ja, und je klarer du weißt, was du anbieten willst und je klarer du auch weißt, was du brauchst, umso schwieriger wird es dir, irgendeinen Bullshit anzudrehen. Ja. Ja? Umso leichter wird deine Kaufentscheidung vernünftig, darf ich vernünftig sagen, das ist ja total uncool in diesem ganzen vernünftig. Universum. Kein Hirnbashing hier, vernünftig. Vernünftig ist einfach was total vernünftig, super sexy. Auch wenn es gesagt wird, nein, und das muss alles nur Energie und Schwingung und was weiß ich, bitte, vernünftig ist total sexy. Eine Nacht drüber schlafen, nachdenken und schauen, komme ich aus meiner größten Not raus, weil ich möchte jemand anders verkaufen, mir jetzt die Lösung, für die ich selber verantwortlich bin. Oder mache ich es aus dem raus, weil ich wirklich jetzt gerade eine Dienstleistung brauche und das nicht selbst machen will. Das ist eine ganz andere Haltung. Da kannst du mal gucken, wie du das selber auch wie du dich selber da einfach, wie deine Haltung ist beim Kauf, ja, oder auch beim Verkauf. Und das macht ganz viel mit aus einfach. Ja. Mach die Hausaufgaben. Ich meine, wenn ich eins über die ganzen letzten Jahre nicht gelernt habe, sondern jedes Feedback in jedem Sales-Training, in all dem ganzen Zeug, was ich immer so den ganzen Leben langen Tag tue, jedes Mal ist die harte Erkenntnis, verdammt, ist es verdammt viel mehr Vorbereitung. Und kein Witz, eine der härtesten Erkenntnisse ist immer so, oh ja, mehr zuhören, ne? Mehr Fragen stellen, mehr zuhören. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, was der Schindluder treibt, versucht genau das zu verhindern. Dass du nachdenkst, dass du nachfragen kannst. Wieso sagen wir die ganze Zeit, stell uns Fragen? Warum gehen wir darauf ein? Den Mist müssten wir nicht machen, wenn wir eine Verkaufsvorschau machen möchten, weil wir einen Deal mit Casio abgeschlossen haben oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob es den blöden Taschenrechner überhaupt zu kaufen gibt. Aber das ist genau der Gag an der Sache. Der Unterschied ist, vernünftig ist das neue Sexy. Yeah! Hashtag vernünftig ist das neue Sexy. We go with that. Er ist schon geklaut. Aber das ist einfach so. Also das ist einfach so, wenn euch jemand mit allen Methoden dazu bringen will, dass ihr nicht das Hirn einschaltet, dass ihr nicht nochmal eine Nacht drüber schlafen könnt, kein Angebot der Welt. Wir sind keine Hirnchirurgen. Wir nehmen keine Not-OPs vor. Wir haben keine Life-Decisions. Wenn es das blöde Angebot morgen nicht mehr gibt, ernsthaft, ich sag's jetzt nicht, weil ansonsten muss ich, glaube ich, 5 € in die Swearing-Tasse reinschmeißen.
Genau, sonst müssen wir das Alpaka geben. Ganz ehrlich, wer mit diesen Methoden immer noch arbeitet, weil er glaubt, dass es irgendwie sinnvoll sein, okay, gut, dann geht es zu jemand anders. Aber nochmal, Business-Entscheidungen sind nicht life and death. Ja, ich meine, selbst das Finanzamt schickt dir was mit einer Frist. Und 30 Tage. Genau. Also ich meine, ja, und das ist ja für uns alle meist so, das Finanzamt. Ja, aber die sagen dir auch, hier hast du Zeit, drauf zu antworten. Also ich meine, sorry, da hat das Finanzamt aber mehr Ethik und Moral als alles andere. So sieht das aus. Mhm. Für euch gilt, ihr dürft auch eine Wunschshow haben. Ja. Stellt uns Fragen für die nächste Show. Genau. Stellt uns bitte Fragen. Fragt, was das Zeug hält. Ich klinge hallig, tut mir total leid. Ich habe keine Ahnung, warum. Dafür klingst du halt gut, als würdest du predigen. Du, wir machen jetzt auch noch die mit der katholischen Kirche. Ganz ja, bisschen. Nee, also... Irgendwo ist dann mal Schluss, Barbara. Mann, aber wir müssen das Programm doch finanzieren. Affiliate Marketing. Die Vatikan TV. Wir müssen ja noch Großes vorhaben. Genau. Nee, und vor allem bleibt vernünftig, weil wie Wolfgang so schön sagt, vernünftig ist das neue Sexy. Und es ist wirklich so. Also man kann, es läuft einem nichts davon, gerade in diesem Online-Ding. Was ich noch sagen wollte, bevor hier die Zeit jetzt gleich um ist, was total wichtig ist, wenn du einen Coach oder ein Programm siehst, bei dem keiner der Teilnehmer erfolgreicher ist als der Erfinder, dann ist das auch eine Variante des Finger weg und zwar ganz schnell, weil das hat nämlich System. Ja? Also wenn nicht einer irgendwann den Guru übersteigt. Ja, oder auch so ein klassischer Hinweis, wenn du, damit du erfolgreich bist, meinen Job annehmen müsstest. Das heißt, wenn ich irgendwelche Leute consulte und damit ihr erfolgreich seid, werdet ihr, müssen die alle Consultants werden. Rennt. Ja, ihr müsst mit dem Geld verdienen, worin ihr gut seid. Nicht die Coaches, Consultants dieser Welt auf einmal nachbauen. Das ist so ein Klassiker. Auf einmal, du siehst genau, wer durch manche Programme durchgelaufen sind, und auf einmal machen sie alle Business Coaching. Ah, läuft bei denen, ne? Ja, ne? Also, das nein. Fehler, die ich selbst schon gemacht habe, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Alle machen Online-Kongress, jeder macht auch einen. Ist aber nicht meins. Das funktioniert dann einfach nicht. Das funktioniert dann einfach nicht. Ist so. So. Ne. Hier, mein Nähkästchen, einmal für euch. Ja. Aus dem Nähkästchen wird es bestimmt in den folgenden Folgen bestimmt noch mehr geben. Aber wohl, wir kommen zum Ende. Lunch ist vorbei, geht alle wieder an die Arbeit, macht vernünftig eure Hausaufgaben. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, macht eure Hausaufgaben. Ja, aber doch, tut's. Ich ja. Muss es tun. Ja, und Oscar Wilde hat auch nicht immer ein Recht, lieber Wolfgang. Wir kennen uns nicht, aber in dem Fall widersprechen wir Oscar Wilde. Wir enden auf, vernünftig ist das neue Sexy. Schickt genau. Uns Fragen, entweder über irgendwie zig Varianten. Wir freuen uns auf nächste Woche. Achtung, nächste Woche gibt es eine kleine Zeitanpassung wahrscheinlich. Mhm. Weil Frau Lampel ja da schon in San Francisco mit lustigen Zeitversatz ist. Frau Westenthaler sitzt am Meer. Ich auch, aber halt am anderen. Anderes Meer, zwei Meere treffen sich. Genau. Ja, wir wollen nämlich auch in Online-Business-Erfolg und mal endlich einen anständigen Hintergrund und nicht aus dem Office. Genau. Nichts mit Greenscreen, alles live. So denn die Leitung steht. Das werden wir noch rausfinden, aber trotzdem wird es nächste Woche eine Show geben. Ein bisschen verschobene Uhrzeit. Ihr werdet sicherlich bereits diese Woche noch informiert werden. Das auch. Genau. In diesem Sinne, es war uns eine Freude. Schickt uns Fragen, damit wir Themen für die nächsten Male haben. Bis dann. Ciao. Ciao.